Welcome back to another German Food Review, and it's Greek time. Eridanos Toulompakia, or something like that. Very long word, but look at this here. Looks like a deep-fried potato snack, but it's not. It's sweet stuff. Yeah, it looks quite interesting, and it's an original Greek product. So let's check that. Where is it made? Here. Thessaloniki again. Okay, but this company looks almost the same. Yeah. Pilea. No idea. Yeah, it's Lidl stuff. Eridanos is a Lidl label for Greek stuff, right? And it's a pastry with syrup. Dipped into syrup or so. Okay. First ingredient, sugar. So I guess it will be sweet. And you know, more vanilla aroma. That's it, not a lot, just a little bit. Okay, and calories, yeah, 1 gram, 410 calories, so 1,600 calories for the whole package, okay. And 33% sugar and fat, looks tasty. Two pieces, 170 calories. Best before date, yeah, I have no idea what to expect here, but yeah, I guess it will be sweet, so can you read that? Okay, I guess it means Greek product. Whatever, let's open it. No. Okay. Well, yeah, let's slice it open without destroying it. Oh, yeah. Okay, there seems to be some kind of lid on it. So. It is Toulum something. Let's open it. Where is it? Because you can open it on every side. No idea. Ah, there it is. That looks oily. I guess that's the syrup. I hope at least. How high was the fat? Oh, 1 second. Sniff test. Yeah, smells yummy, sweet. Okay. How high was the fat? 16%, okay. Maybe it's fat, maybe it's a syrup, I don't know. But yeah, what do you think about the shape here? Looks interesting, right? Looks like a potato snack. Okay. Yeah, if you know that stuff, all right, leave a comment. Not the Lidl stuff, the home-baked or whatever, bakery stuff. Okay. It is sticky. Let's do a thumbnail and then it's eating time. Oh, look at this, a mini one. That, yeah. Quick. Okay, that, please focus. That will be the thumbnail. So, first of all, let's cut one. Okay, here we go. Oh, yeah, it's round. Here we go. It makes sound. Ah, there's a liquid, I guess it's a syrup. Yeah, look at this here. Please focus. Interesting. Okay, let's try a proper one. Here we go. Nice. Yeah, it feels like it's filled with honey. It tastes just sweet. But it's a very nice consistency. It's really fun to eat. Oh, there it is. Here we go. Yeah, you want more, I think. It's a pleasure to chew. How does it taste like? Yeah, actually just sweet, sugar, maybe, what's the other flavor? Maybe it's just the sugar.
maybe a little bit of pastry flavor, whatever it is. Well, this is nice here, nice and sweet. Awesome. Yeah, that's a good product, I would say. You want definitely more. Okay, there's the syrup is here on the bottom here. Okay, so let's cut this one this way. As you can see here, it's quite sticky. That's how it looks on the inside. Yeah, and this added syrup is really nice. It's just awesome. Is it deep fried, baked, or cooked? I'll leave a comment. Maybe I have to look this up. But this is quite tasty. Ah, price €2.99. But yeah, it's definitely worth it. Very nice eating experience. And it's just sweet. It's like eating honey. Yeah, there are more pastry products, I think pastry, from Eridanos. Maybe I have to try this one as well, the other ones as well. This here is nice. I can't stop. It's really like eating honey. Here you are. Got two pieces, 170 calories. That's dangerous, definitely dangerous. More dangerous than burger or so. Yeah, here you go. How do I rate this? Oh boy, this is really good. It's so sweet. And a pleasure to chew. Now, do you know Thessaloniki? No, damn camera, yeah. Do you know Thessaloniki? No idea. Is the name something to do with this name here? Tumpulipa. Whatever, this stuff is great. It's just a convenience product, but 101%. This is really nice. Awesome consistency. Yeah, great. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Eridanos-Produkt, also ein griechisches Produkt. Und diesmal ist es wieder auch ein original griechisches Produkt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, tut mir leid. Tolumpakia, bestimmt nicht, aber sehr langer Name. Und die erste Frage ist natürlich, hat es was mit zu tun hiermit? Oder ist das irgendwie was anderes? Thessaloniki, wart ihr da schon mal? Keine Ahnung, wie man das ausspricht hier. Sieht aus wie ein Geburtsdatum. Okay, ja, das habe ich im Lidl gesehen. Eridanos ist hier das Lidl-Zeug. Und das habe ich endlich gegriffen, weil es so interessant aussieht. Sieht aus wie so Kroketten oder sowas. Wie ein Kartoffelsnack. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Es gab aber noch andere. Aber ich habe das genommen. Kostet 2,99 Euro für 400 Gramm. Ja, und da ist an erster Stelle Zucker drin. Ist ein Gebäck in Zuckersirup getaucht. Aber das ist nicht nur getaucht, da ist auch Sirup drin. Das ist richtig geil. Okay, Zucker, Wasser und so weiter. So, es wird wohl süß sein. Und hier seht ihr noch die restlichen Mais in veränderlichen Gewichtsanteilen. Ah, und Vanillearoma. Ja, hier sind die Kalorien. Auf jeden Fall ist das Zeug auch sehr gefährlich. Denn zwei Stück haben schon 170 Kalorien. Und unsere Packung hat 400 Gramm. So, 10 Stück sind da drin. 20 Stück sind da drin. Und ja, hier seht ihr die... Der Zucker ist jetzt natürlich hoch, aber jetzt verglichen mit Schokolade oder so ist jetzt natürlich nicht so überhoch, sind nur 33%, allerdings auch 16% Fett, aber verglichen zu Schokolade ist es auch nicht so viel. Okay. Und zwei Stück haben halt das hier.
Ja, Preis 2,99. Und so sieht es erstmal aus, sieht irgendwie fettig aus, aber ich glaube, es ist ein, also es sieht irgendwie frittiert aus, aber ich habe keine Ahnung, ist das frittiert? Kennt ihr so dieses Zeug hier? Zu Hause gebacken, gekocht, was auch immer. Snifft es. Ja, es riecht süß. Übersüß irgendwie. Und ich habe hier schon einen aufgeschnitten, aber wir werden. Nee. Hier habe ich einen aufgeschnitten. Und da seht ihr, erstmal eine sehr schöne Form. Sieht auf jeden Fall interessant aus und. Es sieht so aus, als ob da so wirklich Honig drin ist, halt nur so ein Sirup. Ja, das sieht schon klasse aus. Und jetzt werden wir einfach mal einen kosten. Also hier auf dem Boden ist auch was. Kann man noch reindippen extra. Das ist ein bisschen klebrig, wenn man das isst. Here we go. Das macht so Knackgeräusche. Mmh. Also schön weich. Und dann ist es so, als ob es mit Honig gefüllt ist. Schmeckt süß und so ein bisschen nach, ja keine Ahnung, Gebäck, aber mehr süß, ist auf jeden Fall süchtig machend, denn man möchte immer öfter darauf beißen. Hier seht ihr schön mit Sirup beschmiert, hier, Nico. Der hat richtig viel drin, ist so richtig dick, der Sirup. Ich habe keine Ahnung, ob das gute, ja, sprecht selber aus, sind. Aber ich muss sagen, das schmeckt richtig lecker. Here we go. Okay, die hat nicht geknackt. Gefällt mir super. Es gibt noch mehr von denen. Aber die sahen nicht so interessant aus, aber vielleicht schmecken die auch gut. Ja, 2,99. Okay, schmeckt auf jeden Fall. Kann man mal testen. Here we go. Ist hier noch mehr drauf? Nö. Scheint noch nicht so lange haltbar zu sein. Das finde ich ein gutes Produkt. Das ist nicht so irgendwie. Ja, manchmal sind die Produkte halt so, die haben einen anderen Namen, aber schmecken so normal. Das hier ist irgendwie anders. Das ist nice. Hier ist ein kleiner. Here we go. Als ob man Honig mit einer Masse isst. Und wer isst nicht gerne Honig? Ich glaube, jeder isst gerne Honig. Bis Fokus. Here we go. Ja, das finde ich richtig nice. Vanillearoma. Vielleicht. Das finde ich ein sehr gutes Produkt. Das bekommt 101%. Würde ich nochmal kaufen. Aber es ist wie gesagt gefährlich. Ist gefährlicher als Hamburger und so. Denn wie ihr seht, geht die Packung sehr schnell weg und man möchte noch eine haben. Und dann schmeckt aber geil. Here we go. Spitze. Aber das finde ich ein gutes Eridanus-Produkt. Ein Original Greek Product. Ist zumindest aus Griechenland. Ob es das Beste ist? Keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Mir zumindest. 101% für Lidl. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.